Hallo ihr Lieben, ich bin's. Ich werde euch heute wieder eine Seite zeigen, rein intuitives Malen, mich hinsetzen, irgendwas anfangen. Ich fange mit irgendwas an und gehe dann durch. Und ich hatte so erstmal die Idee, Washi-Tapes. Ich habe einen Haufen Washi-Tapes, wie ihr sehen könnt, und habe gedacht, ich muss jetzt mal irgendwas mit denen machen. Ja, ich finde Washi-Tapes total schön. Aber ich benutze sie nie, weil ich immer denke, oh, dann habe ich sie ja nicht mehr. Und ihr kennt das Problem. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Problem. Aber jetzt habe ich gedacht, bist du mal mutig und benutzt welche. So, ich packe die jetzt einfach nur auf diesen Hintergrund. Das ist so ein Saubermach-Hintergrund. Also der hat nichts zu sagen. Da habe ich so eine Gesso drüber gemacht und ja, benutze das jetzt. Und habe mir gesagt, so blau ist das Thema. Um auch mit dem Hintergrund irgendwie konform zu gehen. So. Und habe dann erstmal angefangen. So, guys, you saw I have tons, really tons of washi tapes. Never use them. Because I like them so much that I think when I use them, I won't have them any longer. So, you know, if this, you can't have the cake and keep, you can't eat the cake and keep it. So same with the washi tapes. So, but this time I told myself, you have to use them now. So I sat down, wanted to make this intuitive page, no really a plan apart from use your washi tapes. So, and I wanted to stay in the blue colors because of the background, that the wash up or clean up page with a bit of gesso on top. And I wanted to stay in this color. So used my blue washi tapes. Put it down somehow, and then I thought, ah, blue and the washi tape and everything, it looks like the sea, and it would be a fantastic sea theme. You know, I love sea themes so much, especially when the weather is getting better again and we have such a beautiful weather, and then I always get this, oh, I want to go to the sea, and yeah, so that's what I do here. I just put somehow a lighthouse down, nothing special. You saw me putting some stripes in or some lines in white and in black, and that's my lighthouse. And now I'm, yeah, putting a bit of blue down and all sorts of stuff just to have a bit of a stormy sea. And yeah, that's for me always this stormy sea. This calm sea is okay, but I really prefer a stormy sea, that something's going on, you know, and it's exciting. So, ich habe dann, als ich meine Washi-Tapes geklebt habe, gedacht, oh Mensch, blau und so der Hintergrund. Ach, ich gehe mal wieder mit einem Meeresthema, und wie viele von euch wissen, ich liebe Meeresthemen. Einfach so sehr, so dass ich dann mal angefangen habe und einfach mit so ein paar Strichen hier in Weiß und in Schwarz mir so einen Leuchtturm dahin gemalt habe und dann hier oben noch ein bisschen Gelb, einfach für den Himmel, und ein bisschen Blau hier um den Leuchtturm herum, einfach um auch so eine stürmische See zu kriegen, weil ich finde so ruhige See finde ich auch gut, aber ich mag die, wenn die See so stürmisch und aufgepeitscht ist, und weil dann geht ja was vor sich und dann finde ich es auch, ich finde das unglaublich interessant und aufregend, so deswegen stelle ich ganz oft stürmische Seen dar, weil ich es einfach schön finde. Und gibt ja auch mehr her irgendwie, oder? Naja, gut. Okay, so ein bisschen mit meinem Stance, mit der Schablone hier, die für mich immer so, ja, für Wellen, das sieht aus wie Wellen, finde ich. Und deswegen habe ich die benutzt. Jetzt hier benutze ich einfach nur die Löcher, die ich brauchte. You know, I used this stencil before because that looks to me always like waves, and that's what I needed and what I wanted. And then this little dot stencil and just a few dots here and there. And now I go around my lighthouse with Posca just to put some scribbly lines down and to make it look more sketchy. Of course it gets a door and some windows, of course. Ich habe dann hier mit einem Posca-Pen so diese sketchy Lines reingepackt, einfach um das, den Leuchtturm auch mehr wie so ein Sketch aussehen zu lassen. Bisschen weißes Gesso jetzt noch ein bisschen mehr, das war die erste Lage, die
ich draufgepackt hatte, war mir nicht deckend genug. Jetzt muss ich natürlich nochmal mit dem Posca-Pen drüber gehen. I put more gesso into the white areas because it wasn't opaque enough for me. So that's why I went in again. And I had to go over the Posca lines again, of course. So, and then at this point, I thought, yeah, there is something missing. And when you see, yeah, at it, it's the sea, it's a lighthouse. What's missing? A boat, of course. That's what I do here. Put some washi down again. And then a blue washi tape, light blue washi tape for the sail. And we'll work on that. Ich habe dann gedacht, als ich geguckt habe, so, ja, ich habe jetzt hier ein Meeresthema und ein Leuchtturm. Was fehlt mir dann noch? Irgendwas fehlte noch. Und natürlich ein Boot fehlt. Das habe ich jetzt auch erst nur mit Washi-Tape so angedeutet, dass ich ein bisschen was im Hintergrund habe und werde dann das Ganze noch angleichen. Natürlich werde ich das Meer noch so ein bisschen angleichen, um das Boot sieht natürlich auf einem Meer sieht man das nicht komplett, sondern nur die Oberfläche. Deswegen gehe ich da jetzt erst mit Gesso noch drüber, um ein bisschen mehr Deckkraft zu bekommen, dann wenn ich mit dem Türkis drüber gehe. So, of course, I had to go over with paint again, just to the boat, of course, sits in the water and not on top of the water, just to make that, blend that in better. So, bit with my stencil here and there, and that it blends in with the whole page. And I will go over with the Posca now, and I will do it in the same style I did with the lighthouse with the sketchy lines. Ich habe dann natürlich weitergearbeitet mit meinem Posca. Auch hier, um das natürlich im Stil zu bleiben, habe ich auch hier diese sketchy Linien reingebracht, um das Ganze auch wie ein Sketch aussehen zu lassen. Nur die Segel wollte ich doch wesentlich weißer haben. Deswegen habe ich hier nochmal das Gesso benutzt. Und dann habe ich hier das Gelb, um die schwarzen Punkte einfach noch ein bisschen softer zu machen, also weicher zu machen. Es war mir das Schwarz, war sehr viel Schwarz auf der Seite. Und ich gedacht, ich packe da jetzt einfach die in Gelb noch das auf die schwarzen Punkte. Das macht das Ganze ein bisschen weicher. I thought, there's so much black on that page. And I went over all the black dots with yellow to make it look a bit softer. And I think that works quite good. And then I go over the washi tape again because I didn't like this washi tape. I prefer to have this tape with the script on it. Just a bit of glue here with water thinned down to make it stay put. Yeah. And with the Posca again. Ich habe dann hier das Tape noch geändert. Ich wollte das Script Tape drüber haben. Das fand ich schöner fürs Boot. Das habe ich dann aber noch ein bisschen Glue, wie sagt man dazu? Kleber. Genau, Kleber und Wasser bin ich drüber gegangen, was ich ja bei den anderen Washi-Tapes auch gemacht habe, weil das hält ja nicht hundertprozentig. Das kann man ja, das, oder das peelt sich ja immer sehr schnell wieder ab. So mein Stempel, den ich immer gerne benutze, noch hier und da ein paar Stempel abdrücke. Und dann werde ich noch mit meinen Pearlmakern drüber gehen. Das ist jetzt hier ein transparenter. Und einen goldenen werde ich noch benutzen, einfach auch um das Gelb nochmal aufzugreifen. Ich habe dann, I put some of my pearlmakers here on top. First with the transparent. From the distance you won't see it so much. So that's why I use here a golden one, just to pick up the yellow from the top. And that's it. You will see the close-up coming now. And I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and even a comment I really would be happy about that. And it would be so much appreciated. So,
Yeah, I hope I will see you soon with my next project. And until then, I wish you a fantastic time. Bye-bye, guys. So, das ist jetzt schon das Close-up. Da kann man die transparenten Tropfen sehen von sehr nah. Und ja, Leute, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr was mitnehmen konntet, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und auch einen Kommentar würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt alle gesund. Bis dann. Ciao, ciao.